Ja, hallo Frau Wies-Freunde. Der 18. April. Ihr seht, wir haben die Holzspaltmaschine angehängt an unserem Fendt. Wir werden noch Holzspalten gehen. Er ist wir. Sammy, unser Sohn, hilft mir. Wir werden heute Nachmittag noch etwas Holz spalten. Viel ist es nicht mehr, den größten Teil habe ich schon. Aber ja, jetzt müssen wir das fertig machen, damit wir dann bald aufschichten können, damit es Platz gibt in der Wiese, falls es dann mal wirklich noch Frühling werden sollte. Also, Sam ist auch schon parat. Auf geht's. Du kannst fahren. Unser Sohn Sammy, der macht das schon tipptopp. Da kann ich getrost ein wenig filmen, dokumentieren, wie das hier geht. Ja, ihr seht, das hier habe ich alles schon gespalten. Das waren Eschen. Eschenholz, hier der größte Teil. Und ja, das waren zwei größere Eschen. Und hier hat es mehr dann auch tanniges Holz. Die Eschen, die standen hier unten. Da unten haben die zwei Eschen gestanden. Die vordere, von hier gesehen, die links, die habe ich noch 6 Meter dem Säger gebracht. Da möchte ich noch etwas draus machen. Und der hintere, die war schon ziemlich faul. Und beide hatten die Eschenwelke. Also wir haben kein Laub mehr ausgebildet und ja, es war eine Frage der Zeit, bis die dann früher oder später sowieso kaputt gegangen wären. Darum haben wir die gefällt. Jetzt der größte Teil gespalten und dann haben wir noch eine Tanne gefällt, die wir jetzt da sehen. Die kommt von da, wo der Asthaufen steht, da war die Tanne gestanden und ihr seht, hier ist halt einfach am Waldrand, sieht man, da haben sie auf die Sonnenseite extrem starke, dicke Äste. Ja, und das ist zum Spalten dann auch nicht immer so lustig. Gut, zeige ich euch, wie das noch geht hier. Herr Sammy, der macht das wunderbar. Schaut mal, da. Ja. Merci.
man muss schauen, dass du zuerst auf dieser Seite ein bisschen so runterziehst. So. Einmal schnell die Kamera. Wenn du hier hinten zuerst umziehst, also da hast du es verringern, wenn du so umziehst. Ja, so umziehst du auch nie gut. Also ich bin voll nicht im Bild. Schaffst du? Ja, nicht du. Nein. So. Ja, es ist immer noch gefilmt. Kein Problem. So. Also, weiter geht's. Ist wichtig beim Holzspalten gute Schuhe anziehen und am besten auch Schnittschutzhosen, die den Schlag etwas abfedern, wenn da mal etwas ist. Ja, okay, wir machen weiter und ja, vielleicht filme ich da noch ein wenig und dann gibt es noch einen Zeitraffer, wer weiß. Ja, wie wir das hier machen. Aber ich helfe jetzt Sammy weiter. He? Freunde, hier noch die letzten paar Bilder. Wir haben jetzt den größten tannigen Mistkerl haben wir auch noch weg, zu zweit jetzt. Und ja, nachher müssen wir Feierabend machen hier unten, wir müssen in den Stall. Und das Häufelchen hier, das kann ich dann morgen noch fertig machen. Morgen geht Sammy in die Schnupperlehre.
Er geht Zimmermann anschauen, Wasch- und Landmaschinenmechaniker anschauen. Handwerklich, er liebt das, mit den Händen zu arbeiten. Und da haben wir Freude dran. Also, genießt das Wetter. Ja, das ist das Wetter, genau. Wir nutzen dieses Wetter heute, genau, ist einfach ein Zwischenhoch sozusagen, ist einfach mal ein bisschen schön Wetter. Für Feldarbeit vergessen, viel zu nass, wir hatten immer wieder Regen letzte Zeit, morgen kommt wieder Regen, Donnerstag soll es wieder Schnee geben sogar. Ja, Samstag dann wieder 20 Grad und nächste Woche wieder Schießwetter. Also, es gibt's, was sollen wir machen, wir können nicht ins Feld. Die Tiere rauslassen bringt auch noch nichts momentan. Also, machen wir solche Sachen. Gut, ich hoffe, unser kleiner Beitrag hat euch gefallen über das Holzspalten. Macht's gut, bis bald einmal. Tschüss zusammen, ciao, ciao.